Was geht ab, Freunde? Wie geht's? Warte, so geht das doch gar nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen glatten Video. Mein Name ist Kimo Easy. Und das ist wieder Vlog Easy. Nur das ist ein ganz spezieller Vlog Easy diesmal. Ich fliege weg. Ne? Ich sage euch aber noch nicht, wohin es geht oder was wir machen. Das müsst ihr erraten. Das errätst du nur, wenn du das Video zu Ende schaust oder spekulierst in den Kommentaren. Aber es geht für mich sehr weit weg. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Frankfurt, ne, zum Flughafen, und von da aus steige ich dann in den Flieger. Angekommen, da wo ich hin muss oder da wo ich sein werde, könnt ihr dann erraten anhand von meinem Drumherum, wo ich bin. Und am Ende des Videos werde ich euch dann sagen, wo ich bin und was ich dort mache. Wir sind später dann am Flughafen. Auf jeden Fall folgt mir gerne auf Instagram. Weil zu diesem Zeitpunkt, wo du das Video gerade anschaust, ist gerade was online gegangen. Und dann wirst du auch verstehen, wohin ich hinfliege und was ich dort mache. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind in Frankfurt. Peace up. Later. So, Freunde, ich bin jetzt am Flughafen. Eingecheckt, alles cool. Ne? Jetzt spaziere ich gerade ein bisschen rum. Frankfurt Flughafen ist wirklich unfassbar groß. Weißt du, hier andere Städte ist alles so auf einem Platz, so ein Fleck, kannst du rumlaufen, keiner nervt dich so. Aber hier, du läufst zick, zack, du links, rechts, so unten, dann bist du falsch, dann bist du, ah. Jetzt bin ich am Flughafen, Boarding ist gleich, ne, da spaziere ich ein bisschen rum so und gucke ein bisschen so, als wäre es ein Mall, als wäre es ein Museum. Aber es ist ganz schön interessant, guck mal, hier, ich bin immer sehr fasziniert, schau mal. Hey, super. Miau. Auf jeden Fall in irgendein Ding von denen hier, so, ich glaube, der ist noch nicht mal da, aber hier irgendwann machen wir diese Rückwärtssalto und dann, Ding, das ist sehr, sehr faszinierend. Also ich bin ein Angsthase, ich kann nicht gerne fliegen, ich mag das nicht so gerne, weil Takeoff ist für mich immer so, ich habe ein bisschen Schiss so, weil du gibst auch mal Gas, so, boom, gibst auch mal, fliegst, ne, weißt du? Aber so, wenn du ankommst, auch nochmal diese, was geht ab? Aber in der Luft, pff, total bequem, also richtig super. Ich fliege jetzt 10 Stunden lang und dann komme ich an und dann muss ich dann noch mal über eine Stunde, also Stunde, 10 Minuten, Stunde, 5 Minuten fliegen und dann werde ich abgeholt. Wie sich für einen King Mortis gehört. Wir sehen uns dann, wenn es zum Boarding geht, ne? So, Freunde, es geht los. Boarding weiter. Oh, shit. Ich muss mein Ticket zeigen. Ja, Freunde, ich musste mein Ticket zeigen. Ich muss, hey. Flughafen, so ein Film, Alter, man muss 1000 Mal Ticket zeigen. So, muss ich hier meinen Platz suchen. Ich habe keine Ahnung, wie das Scheiß hier funktioniert. Ich habe Seat, 63, oh mein Gott, ganz hinten. Jetzt geht's los, ne? Was geht ab? Ich so. Denkt mir nichts wegen meinem Durag, ich muss das tragen, weil ich gerade meine Haare neu gebraided habe. Shoutout an meine Mama, die meine Haare gebraided. Deswegen, you know, I gotta stay clean though. Deswegen Durag drüber. Und es ist gerade ein bisschen kalt draußen, deswegen Mütze drüber. 63. So, ich werde mich schön ans Fenster setzen. Ich denke, es wird ein langer Flug, deswegen. Oh, I got this seat. Yeah, I do. And a window. Oh, that's cool, though. Appreciate it. Yeah, ich sitze ganz außen. Perfekt. Flugangst habe ich nicht. Bisschen so beim Start, so, you know, turn off nach oben. Aber danach, wenn ich oben bin, weg. Mein Problem ist jetzt hier, du kannst kein Handy aufladen, das ist das Problem, das ist ein bisschen arg, ne? Ich wünsche mir Glück, dass alles gut läuft und bleib gesund, wir sehen uns später. So, Freunde, erste Mahlzeit. Keine Ahnung, was das ist. Oh Gott. Ja, was geht ab? Guten Morgen. Es hat jetzt 12.53 Uhr, da wo ich bin. Bei euch sind es 6 Stunden minus. Ich habe eine Jacke an, ich habe einen Hoodie dabei und ich habe meine Mütze und Durag an. Die sagen mir gerade, ja, wohin fliegst du denn? Ich so, ja, wo alle hinfliegen. Ja, aber da hat es 32 Grad gerade. 32? Ja. Yeah. Es hat gerade 32 Grad. Sieht nicht danach aus? Es sieht aus wie minus 20 Grad, aber es ist wohl 32 Grad. Aber ich lande jetzt in genau 4 Minuten und dann sehe ich mir die Soße mal an. Ne? Ich habe jetzt dann, ich glaube, anderthalb Stunden aufgeteilt und dann geht es dann weiter. Fliege ich eine Stunde und 5 Minuten.
Und dann soll es da drüben sogar 35 Grad haben. Ja, moin, ich muss weiter. Ich schwöre auf alles, ich frage mich um. Oh mein Gott, ich bin gerade aus dem Flieger raus, ne? Ey, diese Luft. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. So eine dicke Luft. Oh mein, ich habe Mütze an und Durag und Jacke. Bruder, wohin mit mir? Ich habe meinen Pulli gerade mal hineingepackt, ne? Bruv, hier musst du nackt rumrennen. Ah, nee. Wieso kenne ich ja kein Englisch? Ich bin, glaube ich, by the way, der einzige Schwarze, der hier jemals, glaube ich, war. Guckt mich an, als wäre ich ein Rapper. Ja, okay, ich habe Ketten angezogen und sieht ein bisschen anders aus und hier und da und ich habe Durag. Ich bin ein Rapper. Boardingzeit ist in 15 Minuten, aber ey, ich will direkt mit einfach im Flieger sitzen und warten, weil ey, die gucken mich an, als wäre ich irgendwas, ein Experiment, ist so fehlgeschlagen. Jetzt habe ich alles durchgecheckt, die kontrollieren hier nicht mal. So, die haben mich nur gefragt, was hast du im Rucksack? Ich so, eine Playstation. Das war's? Hast du Schmuck? Ist das echt? Ich so, guck mal, ich ziehe einfach immer Schmuck an, ich habe immer Ketten da. Oh mein Gott, ist das heiß, oh mein Gott. Ich so, ich habe immer Ketten an, so, ich muss gut ausschauen. Ach komm, alles gut, geh durch. Und jetzt boarde ich. In einer Stunde bin ich dann da. Wir sehen uns später. So Freunde, ich bin jetzt angekommen. Ja, ich bin angekommen. Zur Eingangshalle gefahren. Damit wir eben unsere Koffer bekommen. Alles, das ist meine Koffer. I got a big bag. Und ja, dann werde ich gleich den Portier abholen und dann check ich euch später im Hotel ab, okay? Wurde jetzt abgeholt. Digga, es ist so ekelhaft heiß. Also ich weiß nicht, was es ist. Ob es heiß ist, ob es einfach warm ist, schwül, Backofen, Lava, keine Ahnung, Digga. Du kriegst hier einfach keine Luft. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 80%. Du kriegst keine Luft. Es ist so, wie wenn dich jemand die ganze umarmt und einfach nicht loslässt. Weißt du? Du voll stickig. Du schwitzt instant. Du schwitzt mehr als jemand, der gecheatet hat und wurde erwischt. So heftig schwitzt du. Schlimmer. Das ist ganz schlimm. Mein ganzes Tanktop, mein Schild, alles nass. Ich hatte noch meinen Windbreaker von Cortez. Habe ich ausgezogen, Hoodie ausgezogen. Jetzt gehe ich, wurde ich gerade abgeholt, ne, vom Portier und jetzt bringt man mich zum Hotel. Luxus. Und dann check ich mal die Bude mal ab und dann werde ich erstmal dicke duschen und meine salzigen Balls erstmal reinigen, Digga. Auf, das bringt nichts, es wird noch wärmer. Ich musste kurz Maske ausziehen, sorry Leute, aber Alter, du machst Fenster auf, das wird schlimmer. Aber ich muss aufmachen, weil hier ist auch schlimm. Ah! So Freunde, ich bin jetzt angekommen, ne? Ich musste gerade hier ein bisschen Koffer rausholen, ein paar Sachen nochmal neu, ne, Stapel hier. Ich weiß nicht, warum ich so viele Hosen mitgenommen habe, aber ihr werdet bestimmt wissen, weswegen ich so viele dabei habe. Laute Schuhe sind auf jeden Fall da, Ropies. MCAs, Chicago. Hier haben wir dann noch ein Presto, Lot 1, 4UW und ein Didi. Genau. Jetzt habe ich mir noch was zum Essen bestellt, ne? Hier nochmal O-Saft, ne? Bruschetta mit Bohnen. Was? Bohnen. Haben wir hier noch eine Pizza, einen Salami. Hey, hallo, ich habe Salami gesagt. Jetzt, ey, warte mal. Ich habe gesagt Salami, was kommt hier hin? Was machen die da? Wieder diese Leute, du sagst, du willst A, der macht B, weil er denkt, B ist leckerer. Egal, ich werde jetzt das Essen, danach hole ich mir nochmal Pasta und dann nochmal so ein Bananensplit und ein Bananen-Schoko-Shake. Was geht da? Guten Morgen, Freunde. Bei euch ist gerade 10.38 Uhr und bei mir ist gerade 15.38 Uhr. Ich habe schon Frühstück bekommen, 10 Uhr. Das ist bei euch 5 Uhr gewesen. Ganz trockene Eier. Mit gar nichts. Ja, es trocknet ein mit gar nichts. Jetzt, das regt mich geistkrank auf, was ich jetzt bekomme. Ich bestelle Carbonara. Kommt auch so. Er schmeckt aber wirklich unfassbar ekelhaft. Also wirklich diese ganz schlecht. Da habe ich so eine Shrimp Bowl bestellt. Da steht irgendwie Teller voller Shrimps oder was weiß ich mit Salat. Shrimp Chips. Jetzt habe ich noch so Ice Cream, Shit oder Shake, die sagen Shake, aber das ist doch kein, ah, da ist noch ein Shake, genau, da habe ich noch irgendwie so ein Shake bestellt, so ein Bananen-Shake, Bananen-Schoko-Shake.
Jetzt kann ich wieder weiter hungern, weil das nächste Essen kommt dann, glaube ich, erst um 18 Uhr. Was ist bei euch 13? Also, nee, was glaube ich, alle 5 Stunden. Alle 5 Stunden kriege ich Essen, kriege mich gerade richtig schlimm auf. Aber das Essen ist einfach nicht lecker. Das ist wirklich, ich bin dankbar für alles, was wir bekommen. Ich weiß, man muss dankbar sein, immer Hammer bleiben. Weiß ich meine, aber das ist ganz schlimm, das schmeckt einfach nicht. Das schmeckt einfach wirklich nicht. Ich habe mich so krass gefreut auf die Carbonara. Und dann, ich weiß nicht, das sieht zwar rot aus, aber die so schmeckt nach Curry. Das ist crazy. Fuck! Das regt mich gerade geistkrank. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe so Hunger. Ich habe extra sogar geschlafen, damit ich gleich esse. Dann kriegst du so eine Soße. So, Freunde, es geht weiter. Ich habe jetzt nochmal Essen bestellt. Diesmal habe ich eine Margherita-Pizza bestellt. Ja, Margherita mit Tomaten und Grünzeug. Ja, weiß ich es nicht. Früchteplatte, ja, kann man machen. Ich weiß nicht mal genau, was das ist. Ich glaube, Passion Food, ne? Das ist Grapefruit. Ich kann nichts machen, ich kann nur essen und zocken und am Handy sein. Essen, zocken, am Handy sein, duschen. Ich schneide jetzt gleich nochmal meine Haare. Ich schneide jeden Tag ein bisschen meine Haare, einfach nur so, weil mir langweilig ist. Und dann ist der Tag auch schon vorbei heute. Heute habe ich wieder nichts gemacht. Wir sehen uns morgen. Es ist gerade Montag, morgen ist Dienstag. Wir sehen uns morgen. Bis später. Guten Tag, Tag 2 oder ne, ich bin seit Sonntag hier, heute ist Dienstag, 3, das ist der dritte Tag jetzt und ja, ich bin immer noch hier im Zimmer. Ich habe mir diesmal etwas bestellt, was sie gar nicht verkacken können, ne? Einmal ist es Hähnchenbrust, ja, sieht ganz einfach aus, super, ich weiß aber jetzt auch nicht, was das ist, keine Ahnung, ich werde es aber auch ehrlich gesagt nicht probieren und das kannst du gar nicht falsch machen, ne? Pommes, Ketchup, Mayo. Wobei, das ist bestimmt auch keine Mayo. Und dann haben wir hier noch so ein Fruchtshake. So, Freunde, wir haben jetzt gerade Abend. Das ist, glaube ich, 20 Uhr jetzt. Und ich habe nochmal neu Essen bestellt. Ne? Gucken wir es gleich mal an, was es jetzt gibt. Ich teste gerade wirklich alles aus. Und wir haben hier Club Sandwich. Das schaut pretty tough aus. So. Ja, das kam heute anders an. Was sollen diese bunten Blätter da, diese 6-9 Blätter? I don't know. Yeah, I don't know. Eis, das ist sehr wichtig. Das kam auch anders an. Letztes Mal kam es mit so einer Banane hier an. Und hier die Früchteplatte. Ich muss ehrlich sagen, diese Drachenfrucht, geisteskrank lecker. Schmeckt sehr neutral, aber schmeckt wirklich echt gut. Ich habe Papaya diesmal weggemacht. Hab gesagt, ja, hier ein bisschen mehr von dieser Ananas. Ne? Deswegen, wir gönnen uns jetzt, ne? Es sind noch ein paar Tage, die ich hier drin bleiben muss. Danach geht raus. Ich kann nicht mal PlayStation spielen, weil hier das Internet. Das connectet es einfach nicht. Digga, ich habe kurz mein Handy an mein PlayStation verbunden, damit ich dadurch dann auf die Website von diesem Hotel kommen kann, damit ich Passwort eingeben kann. In 5 oder 6 Minuten habe ich direkt einen Limit-Code bekommen, so auf den so eine SMS von O2. 60 Euro muss jetzt drauf sein. Das ist so krank. So, deswegen bin ich hier gefangen und kann jetzt eigentlich nur Offline-Spiele spielen. Das ist NBA 2K22. Ansonsten läuft die ganze Sponsor auf Englisch. Es laufen coole Filme, das muss ich sagen. Beside that ist crazy boring, bro. Das ist wirklich scheiße langweilig. Digga, noch 4-5 Tage. Dann ist Action. Let's go. Buenos Dias, Freunde. Tag Nummer. Ich glaube 4. Leute fragen sich schon auf Instagram, wo ich bin. I'm outside. You wanna know where I'm at? We outside. Ich mein's echt ernst. Das ist unerträglich. Ich glaube, Salz ist für die ein Fremdwort. Oh mein Gott. Das schaut eigentlich echt lecker aus. Ich habe gerade diese Keule genommen oder die Knochen da. Bin fast verreckt. Es ist so ekelhaft. Das schmeckt einfach überhaupt nicht. Da ist kein Salz, kein Gewürz. Das ist einfach nur Fleisch. Das sind einfach nur Chicken frittiert und drauf. Kein Salz, kein Pfeffer, kein gar nichts. Nicht mal irgendwie Knoblauch oder irgendwo nichts. Das ist so ekelhaft. Oh mein Gott. In den Club Sandwich habe ich nur ein Teil gegessen. Weil hier ist ein Riesenstück Ei. Und das sieht jetzt aber auch nicht wirklich. Oh my God, bro. This is crazy, isn't it? Das ist jetzt. I gotta break it down, bro. Das sieht echt nasty aus. Habe ich noch ein Eis? Ich probiere es mal in Apfelschorle. Wenigstens schmeckt das nach Apfel. Ich habe jetzt noch ein Eis da. Das werde ich jetzt essen. Aber diese Chicken-Geschichte, ernst, das ist bisher, glaube ich, das Schlimmste. Nein, die Pasta. Pasta! Die letzten 2 Tage habe ich Pasta bestellt. Das war mit das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Aber das ist geisteskrank. Das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm Chicken. Ich wusste nicht, wie schlimm Chicken schmecken kann. Und die haben das echt kaputt gemacht. Boah. So, Freunde, ich bin jetzt ein bisschen spazieren.
das ist einfach Thailand, ne, wo ich bin. Das ist geisteskrank. Guck mal. Einfach. Bist du auch drauf? Das ist der Bruder Leo. Das ist mein Betreuer, ne? Super Mann. Und wenn ihr mal hier seid und ihr trifft auf Leo, habt ihr Glück. Jackpot. Das ist hier einfach so krass schön. Der Mann hat mich rausgeholt hier. Ich war die ganze erst 4 Tage drin. Ich konnte nicht mehr. Und jetzt, ich genieße gerade einfach. Das ist Wahnsinn. Das ist echt schön. Ich zeige euch dann noch mehr, wenn ich in einem anderen Hotspot bin. Aber jetzt will ich erstmal genießen. Peace. Ich bin einfach wirklich fasziniert. Ich bin einfach in Thailand. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, einfach hier hinzukommen. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Tage vor mir, wo ich auf jeden Fall im Zimmer bleiben muss, ne? Weil danach geht die Reise los. Aber ich bin einfach nur froh, dass ich gerade rauskomme aus dem Zimmer, weil nach 3 Tagen Luxusknast ist das schon hart, ja. Obwohl das alles so broke aussieht, ist es für mich trotzdem so faszinierend. Checkst du? Das ist alles so voll faszinierend, so voll neu, so. Damn, weil in Deutschland sind die Straßen anders, Bro. Und die sind ja alle so glücklich. Schau dir das an. Das ist crazy. Das ist crazy, Digga. Krass. So, Freunde, Trip ist vorbei. Ne? Ich geh jetzt wieder zurück. Guckt euch das mal an. Das ist... Freunde, wir sind in Thailand, wirklich. Wir sind einfach wirklich in Thailand. Das ist unfassbar. Ne, Leo? Ist doch schön hier, oder nicht? Der Mann, der lässt sich gut gehen. Wirklich happy darüber, dass ich endlich mal raus durfte. Ne? Maske ist hier eigentlich nicht so wichtig, aber ich muss sie tragen, zu meinem eigenen Schutz. Ne? Und jetzt gehe ich wieder auf mein Zimmer und dann sehen wir uns morgen zum Frühstück und zum Mittagessen. Noch für ein paar Tage muss ich das aushalten und dann geht's los. Let's get it. Okay, Abendessen. Ich habe jetzt Tortilla, Chicken Tortilla bestellt mit Pommes und dann noch hier, ey, das kommt schon wieder anders, egal. Chicken Tortilla, Chicken Wrap oder was auch immer das ist mit Chicken. Wie oft habe ich Chicken gesagt? Ja, weil Chicken Pommes, das schmeckt bisher am besten, weil das einfach, das kannst du gar nicht falsch machen. Und das ist diese Früchteteller. Das ist das erste Mal, dass es mit Bananen kommt. Davor war es immer nur mit Mango, Papaya. Ich habe nicht gesagt, ey, mach mal diese Papaya-Geschichte weg. Das ist lecker und natürlich, ne, Melone. Drachenfrucht schmeckt tatsächlich echt gut. Yeah, Pineapple, perfekt. Super, super, das ist super. Eis mit Bananen. Gestern kam da ein bisschen anders, aber diesmal wieder so. Deswegen passt, da kann nichts schief gehen. Ich hoffe nur, dass der Kollege hier auch so gut schmeckt wie die anderen Sachen. Weil diese Chicken,